Das ist David. David. David filmt auch. David filmt auch. Mahlzeit. Liebe Grüße. Heute hier synchron auf zwei Kanälen. So, gucken wir. Mega. Also Robert, dann erzähl mir mal, was zeigen wir heute Schönes. Was zeigen wir heute Schönes? Also erstmal freust du dich hoffentlich wieder, dein altes Auto hier zu sehen. Ja, das ist schon verrückt, ey. Liebe Grüße nochmal, Marc. Aber schon. Wie fühlst du dich jetzt, sag ich mal, das Auto abzugeben? Was ein Fehler? Ja, es kommt drauf an, mal so. Man freut sich ja, wenn das Wetter geil ist, dann hätte ich Bock, aber ich hätte ja noch den V8. Also hätte ich jetzt keinen V8 oder so, dann hätte ich ihn, glaube ich, nicht abgegeben. Aber schon traurig oder sauer? Ja, ich habe jetzt anderthalb Jahre hatte ich Spaß gehabt, oder? Ja. Da wird alles gemacht und so. Ist das auch im Weißen? Also von der. Ist das ja auch im Weißen. Die Farbe stimmt schon mal. Ja. Nee, ach, alles gut. Ich gönne es dir, ja. Bitte, mag viel Spaß haben damit. Auf jeden Fall. So, auf jeden Fall. Ja, wir haben ein kleines Upgrade für diesen M4 hier vorbereitet. So, erzähl. Also, wir werden ein bisschen was machen. Ne? Also, du hast ja die Investition gescheut, ne? Aber der Nachfolger möchte es ja dann schon ordentlich haben. Ne? Das gibt dir schon dabei. Nein, also auf jeden Fall rüsten wir als allererstes erstmal schön hier die, da könnt ihr sehen, ja, auch auf dem Kanal. Facelift Scheinwerfer nach. Ja. Komplett original, nagelneu, mit allen Steuergeräten, mit allen Getöns, was dazugehört. Und wenn du jetzt so Leute hast, die das nachrüsten wollen, weißt du so kurz, was du so ungefähr sagen kannst, wenn ihr jetzt mal Bock habt, auf seine zu rüsten? Das ist natürlich momentan auch viel tagespreisabhängig, sag ich mal doof. Aber die Scheinwerfer liegen neu mit allen Steuergeräten bei ca. 5.000. Okay, also mal mit dir mal so eine Hausnummer ab, wenn ihr da Bock drauf habt. Los Montage dann natürlich. Also, was habt ihr noch Schönes hier? Also, wir kriegen eine Rückfahrkamera. Ich glaube, das ist nicht so spannend, da siehst du halt nur die Kamera. Genau, Rückfahrkamera. Da hast du da auch schon von geträumt. Natürlich. Machen wir jetzt auch. Dann, was hast du da noch Schönes? Schöne Carbon-Griffe, links, rechts. Okay. Dann eine echt Alcantara und echt Carbon. Mittelkonsumblende, okay. Ich glaube, du hast ja auch irgendwas schon da. Wir haben ja schon was gemacht bei mir, ja. Irgendwas draufgeklebt, genau. Ja, genau. Ja, Original Performance Antriebsgriff aus Carbon, ja. Und den passenden Sack. Ja, das ist auch mega, ne? Das wollten wir ja auch machen erst und dann kam es erst nicht mehr dazu. Richtig. So, dann nächster Step. Nächster Step, hier. Flaps. In Carbon kann man natürlich immer probeweise dran halten. Ja. Ich glaube, das wird jetzt schon, wenn man das so sieht. Ja, das ist ja mega. Guck mal, die Passgenauigkeit. Ja. Sieht jetzt schon richtig geil aus, finde ich, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, allein das macht schon wirklich, wirklich viel her. Und ja, kennst du mich ja, da wo es geht, machen wir natürlich Original M-Performance-Teile dran. Ja. Natürlich auch das passende Schwert. Das ist natürlich richtig teuer. Hier auch, ist das schön. Ja, ich hatte das ja auch gehabt. Und dann habe ich es ja wieder verkauft. Weil so war zu tief. Zu tief, ja, und vor allem, aber es ist halt wirklich teuer, ne? Ja, das ist wirklich 1.100 oder 1.200, 1.400 Euro, ich weiß es nicht. Also, richtig krass, kann ich kurz erzählen. M-Performance Gewindefedern haben letztes Jahr so 700 Euro gekostet im Einkauf und sind jetzt eben mal doppelt so teuer geworden. Echt? 1.350 oder sowas. Und weißt du warum? Wegen? Keine Ahnung. Ich auf jeden Fall. Wie ein Kunde angerufen, der hat gesagt, so und so BMW will 1.700 Euro für Gewindefedern haben. Ich sage, ja, ganz schön viel. Ich sag, das ist ja Fahrwerk für fast schon. Ja, und dann sage ich mir, alles klar, ich sag, wir haben glaube ich 1.200 genommen mit Montage, mit Achsermessung und allem drum und dran. Okay. Habe ich da angerufen und dann kosten die Teile mal eben 1.350 Euro. Ja, kann man natürlich nicht den Preis machen, aber ja, klar. Mal gucken. Ja. So, was hast du noch? Im Innenraum gibt es natürlich Apple CarPlay. Neuestes Navi, ja. Mit neuem Bildschirm, Touch-Controller. Lenkrad beziehen wir auch neu, das müssen wir noch machen. Okay, das Lenkrad war echt nicht toll. Ja. Ja. Und natürlich auch M-Performance-Einstiegsleisten. Ja. Also schon ein ganz großes Update für deinen alten Wagen. Ja, bin gespannt. Also ich glaube, das meiste Krasse wird die Scheinwerferwende sein. Ja, auf jeden Fall. Das ist so sofort wieder 2020 oder so rum. Von ja, also die Optik wird mega sein. Innenraum kriegt ja auch noch ein bisschen Updates. Das ist ja sowieso auch noch klar. Vom Außen meine ich so, klar, die Flaps und Riffel. Die Flaps und die Scheinwerfer, die werden voll einlaufen. Ja, natürlich hier. Auch nochmal drauf, wo ich einfach mal fahren lassen. Jo, Spielkampf hatten wir günstigen genommen. Die sind da dran. Und Robert guckt schon wieder. Die guten. Die sind da dran, siehst du. Ja, so, und DAB Plus.
DAB Plus. DAB Plus kriegt er auch noch, das heißt, da müssen wir hinten noch ans Antennen-Diversity. Okay. Und ja, machen wir noch ein bisschen Service, aber das ist jetzt nicht relevant. Bremsflüssigkeitswechsel, dann ist das Ding auch schon fertig. Ja, ich bin gespannt. So, Sascha ist weg. Kommt später nochmal wieder oder spätestens zur Abholung nochmal. Ja, wie gesagt, ich zeige euch nochmal kurz jetzt den Innenraum und den Ist-Zustand. So sieht das Fahrzeug jetzt aus. Auch die Scheinwerfer sieht man nochmal schön in dem alten Design. Er hatte doch die Besonderheit, dass er wirklich Xenon hier hatte und nicht mal die LED-Vor-Facelift hatte. Also wird ein bisschen tricky, aber das kriegen wir auch hin. Und den Innenraum wollte ich euch auch nochmal zeigen, bevor wir hier alles auseinander rupfen. Lenkrad kommt neu. Hier die Armlehne, Griff und so weiter. Sieht man hier den ganzen Stand. Das hatten wir damals hier nur geklebt. Ja. Oder nur draufgelegt, wie der Kollege das gemacht hatte. Ja, wie gesagt, das ist das alte Navi-Design. Der alte Controller, das schauen wir uns auch an. Oh ja, der meckert. Ob wir den gleich schieben wollen. Also hier das alte Design. Und hier. Alcantara wollt ihr auch nicht mehr haben. Machen wir Carbon rein. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier lange reden, würde ich sagen, let's go. Die ersten Sachen haben wir schon jetzt erledigt. Also die Kamera haben wir jetzt soweit schon eingebaut, verlegt. Eingeklipst wird sie ganz am Schluss. Kabel haben wir schon gezogen. Ja, die ersten Carbon-Parts sind schon mal drin. Einstiegsleiste an den Teilen. Mittelkonsole habe ich gerade jetzt schon ausgebaut. Da zeige ich euch mal den Unterschied zwischen Original und Zubehör. Sieht ja auf den ersten Blick beides nicht schlecht aus, ja? So, pass auf. Das war das, was der Kollege bisher drin hatte. Ich zeige euch mal was. War einfach nur draufgelegt. Hat der Sascha immer noch nicht festgeklebt. Also, war einfach nur draufgelegt und das Originalteil aus Kunststoff bleibt logischerweise. Soweit, so gut. Jetzt schaut euch mal bitte hier im Licht die Verarbeitung vom Carbon hier unter dem Klarlack an. Ich hoffe, man sieht das da. Da hast du hier die ganzen Strukturen, fühlt man auch, wenn man genauer hinguckt. So vom, auf dem ersten Blick, okay, auf dem zweiten Blick, doch nicht so cool. Jetzt haben wir das Originalteil schon ab Werk mit Alcantara bezogen, so wie wir das hier machen. Auch in dem Anthrazit 9002. Hier die Struktur rundum perfekt. Sagen wir, okay, ganz gut abgeschnitten. Ja, ist okay. Wenn man es einbaut, sieht man es nicht. Auf jeden Fall kommt das jetzt hier rein. Dann ist das wieder vernünftig. Ja, dann machen wir weiter mit der Mittelkonsole und den Handbremssack. Die wechseln wir noch. Dann werfen wir die Elektronik hier, das Navi rein. Und dann zu guter Letzt geht es an die Scheinwerfer und an die Spoiler. Weiter geht's. So, wir sind soweit fertig im Innenraum. Jetzt geht es weiter außen. Jetzt werden wir erstmal mit die Stoßstangen demontieren und die schönen alten Scheinwerfer demontieren. Und dann schauen wir uns die Verkabelung an. Und dann sind wir ja schon fast fertig. Ja? Aber nur fast. Bis gleich. Stoßstange ist ab. Wie ihr sehen könnt, haben wir gerade hier die neuen befestigt. Und ja, an der Seite müssen wir halt ein bisschen das Kabel verlängern, damit wir hier rankommen. Das kriegen wir aber auch hin. Und ja, wir haben jetzt hier alles schön sauber gemacht. Hat sich alles angeboten. Ich habe nur ein Foto. Es sah wirklich interessant aus. Ich zeige euch das mal eben. Aber das war schon, sieht man das? Was da alles drin war. Auch Kippen und so. Immer wieder schön. Ja, wir bahnen jetzt die Stoßstange hier drauf. Und dann kümmern wir uns um das Verkabeln. Beziehungsweise bevor wir das verkabeln, machen wir hier noch die ganzen, kleben wir die Carbonteile dran und machen das Schwert dran. Und dann ist das für Sache 1 eigentlich schon, sieht das schon ganz gut aus. Wir sind schon ein bisschen weiter. Ich zeige euch erstmal noch das Zwischenergebnis. Wir haben die Scheinwerfer soweit eingebaut. Wir haben die Flaps
eingeklebt und geschraubt. Die trocknet jetzt hier noch bis morgen. Wir haben unten das Schwert schon montiert und sind eigentlich jetzt soweit durch. Wir machen gleich nochmal den Bremsflüssigkeitswechsel und morgen kommen dann die Räder wieder drauf. Vorher müssen wir noch die Scheinwerfer zu Ende verkabeln. Ja, aber jetzt würde ich sagen, spät genug. Wir sind zurück. Kunde wartet draußen. Du hast schon gesehen. Ich habe schon gesehen. Er hat es noch nicht gesehen. Ja. Und ja, Leute hier. Ich würde sagen, ich rufe ihn jetzt mal an, dass er reinkommt. Genau, der Kunde steht draußen. Also Robert ist jetzt fertig geworden. Im Wartezimmer. Ich rufe ihn eben an. Ich bin gespannt mit seinem Blick. Warte mal, wie happy er ist. Besser rufen ihn an und sagen, wir sind auch nicht fertig geworden. Kein Problem. Hör auf. Ja. Ja, hi, Marc. Sitzt du noch da nebenan? Ja. Wir haben ein ganz großes Problem hier. Kannst du mal kurz rüberkommen? Ja, ich komme. Ja, bis gleich. Du soll Arsch. Also Leute, wenn ihr bei Robert seid, nicht Schock kriegen. Nicht alles glauben. Ach komm, das ist witzig. Ja. Gut, dass du kommst, Alter. Jetzt komm mal rein hier. Auto ist fertig! Hab's ja schon so gedacht. Wir kennen uns jetzt kurz, aber beim Humor hast du schon durchschaut. Ja? Ja, hi, okay. Hi. So, du bist aber im Video zu sehen, aber ist das okay? Ja. Ihr habt euch ja schon einmal gesehen, mindestens, ne? Ja, mindestens einmal. Wir waren noch früh schon zusammen, Mensch. Ja. Ja, war schon. Hätte ich jetzt vorgestellt. Ne? Ja, kenn ich schon. Generalagentur Plattner, ja? Nürnberger. Kann ich vorstellen. Sie sind gerne Hose. Habe ich nicht dabei. Alles nicht schlimm. Ich blende ihn dann hier ein, so. Ja. So, würde ich sagen, stell dich mal vorne hin. Ich glaube, vorne ist am meisten, ne? Und ich ziehe vorsichtig die Haube dann ab. Also, du weißt doch, wie er ausgesehen hat, ne? Ja. Vorher. So. 3, 2, 1. Da ist es. Ja. Ist schon ein Unterschied, ne? Es wirkt direkt anders von vorne. Sieht so böse aus mit diesen Scheinwerfern und der Lippe da dran. Ja, willkommen im Jahr 2022. Oder? Geil. Wirklich ein krasser Unterschied zu den Xenon-Scheinwerfern, die Sascha damals hatte, ja? Ja. Ha? Ja. Sieht super aus. Ja, ganz anders. Das ist auch mal so was mit den Carbon-Parts hier vorne, ne? Ja. Mit dem Flash. Und da unten? Der schwarze Grill dann da drin, noch diese Schalteinfahrt. Besonders passt das jetzt auch alles. Das Carbon an der Lippe, die Spiegel, das Dach. So. Das passt dann alles zusammen. Bist du happy? Ja. mit dem Lenkrad haben wir ja gesprochen, das machen wir noch, da haben wir noch eine Änderung gemacht, machen wir nächste Woche. Aber alles andere im Innenraum ist fertig. Willst du mal reinschauen? Ja, gerne. Griff hier. Schön Alcantara, sieht super aus. Alles Carbon, hier auch echt Carbon, die Blende, die alte, die hier einfach nur draufgelegt, weil der Kollege nicht festgeklebt hat, haben wir auch entfernt. Nur so, ich weiß nicht, wer der Vorbesitzer war, aber... Ich weiß auch nicht, wer das war. Ja. Die hatte ich schon mal in der Hand gehabt, da dachte ich so, ne? Ja, also das ist komplett Alcantara, hier echt Carbon, den haben wir auch getauscht. Und die Nähte passen natürlich super hier zu der Armlehne. Ja. Die haben wir natürlich auch jetzt Touch nachgerüstet. Das sieht so anders aus, dieses Navi da drin dann. Einzelhaft Plus, hier bei uns mit über DAB. Okay. Weil hier haben wir ein bisschen Stahlbeton, deswegen haben wir nur ein paar Sender hier. Ja. Aber, muss das eben ausmachen, das ist nervig. Funktioniert alles. Die Rückwärtsgänge darfst du auch nochmal einlegen. Da haben wir auch noch was gemacht. Stimmt, was ich ganz vergessen. Super. Kamera. Die wollte Herr Plattner auch nachrüsten. Jetzt haben wir es geschafft. Leider, ein Fehler hat das Auto aber trotzdem. Ich kann es vielleicht mal kurz zeigen. Was denn? Das habe ich nicht rausreguliert bekommen, aber jetzt steht es hier nicht. Warte mal, anmachen. Leider konnte ich die Kraftstoffreserve nicht hochkodieren. Die ist geblieben. Ja, also. Aber ich kenne das. Ja.
Ja, wir haben natürlich über 1000 Kilometer in der Zeit gemacht, deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert. So. Nein, alles noch wie es war. Sascha war ja Dienstag noch hier, haben wir das alles noch ein bisschen abgefilmt. Ja. An den Seiten ist auch hier schön echt Carbon. Ne? Sieht auch super aus, finde ich, im Vergleich zu vorher. Mit dem Alcantara, das ist halt jetzt auch schön. Sieht auch super aus. Genau, warte, das verdecke ich jetzt mit meinen Hintern. Aber die M-Performance-Einstiegsleisten. Ja. Ich finde, das kann sich auch. Ja, geben. Marc. Soweit alles fertig, wa? Ja. Fürs Erste. Ja, also ich glaube, so habe ich es rausgehört, Marc will noch ein bisschen was machen. Ja, vielleicht. Felgen müssen ja kaufen für den Sommer. M666 oder von Wheelforce hatte ich auch noch welche gefunden, die ich ganz geil finde. Aber. Ich bin mal gespannt. Muss mal gucken. So. Die Competition-Felgen aber dann in. Dunkel, also ja. Nicht in dem Silber, ja, in dem Übergang, sondern in Dunkel dann. Ja, also wenn du Bock hast mal, dann lade ich dich ein, dann machen wir mal ein Video zusammen. Gerne. Genau, und Marc muss erzählen. Wir gehen schon was essen und er zahlt dann auch. Ich zahle dann wieder. Ja. Wieder. Wieder nicht. Ja, deswegen heute. Sehr, sehr geil. Hat Robert wieder gerne Arbeit geleistet. Ja, und mit zusammen mit unserem Team. Ja, habe ich ja nicht alles alleine gemacht. Genau, Team ist ja bei jedem Tag andere Leute hier, oder? Ja, haben wir wirklich rein. Das war. Sportlicher Zeit. Von Dienstag, alles, oder? Dienstag, von Dienstag bis Donnerstag, zwei Tage mit Scheibenwerfern, mit Front, mit allem drum und dran, war ja alles ab, hast ja gesehen. Ja, ich habe das ja eingeladen, habt ihr gesehen. Und Rückfahrkamera, neueste Navi drin, alles so wie es sein soll. Ja. Und ja, ich hoffe, du bist zufrieden. Super. Ja, und das freut uns natürlich. Und ja. Ja, Leute. Falls auch ihr oder ihr hier, sag ich mal, was haben möchtet, könnt ihr euch jederzeit an uns wenden. Machen wir. Ja, also und Daumen nach oben, Leute. Sehr, sehr geil. Dankeschön. Ja, schreibt mal drunter, was Marc, wie gesagt, noch vorhat, was er zu sagen. Tja, alter M4 ist jetzt weg und dann möchte ich nochmal im neuen Wald 2022 schreiben wir einfach mega. Schreibt mal drunter, was ihr davon haltet. Gibt es da irgendwas, was man ändern müsste? Da hinten? Robert? Ja. Ich hätte auch noch die Facelift Klimablende mit Ambientebeleuchtung nachgerüstet. Habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Ja, da findet auch immer wieder und, so ein und ich weiß nicht, die Kappen, die Spiegelkappen würde ich auch gegen Original irgendwann mal tauschen. Ich weiß, die sind teuer und, das muss ich jetzt auch noch sagen, weil er auch auf Carbon steht, der Carbon Front Nieren. Oh, natürlich. Ja, ich weiß, mit 800 Euro kein Schnapper, aber dafür teuer. Das war viel Spaß, Leute. Danke fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da und schaut mal auf Marks Performance rein. Sehr gerne. Ja, Marc, viel Spaß an dem Wagen. Genau, gute Fahrt. Ja, ciao. Macht's gut. Ciao. Ciao.